Die News der Woche Nummer 25. Es ist eine volle Woche. Am kommen oder mit dem Themen Comic Saloon Messe in Erlangen. Was tut man eigentlich, wenn Waldbrand oder was sollte man nicht tun, wenn hohe Temperatur da sind? Und zwei kleine Ankündigungen für Laufe nächster Woche. Unter der starken Sonneneinwirkung brannte vom 16. bis zum 19.06. die 20. internationale Comic Saloon Messe statt. Aktuell laufen die Hochrechnungen von den BesucherInnen. Schätzung ca. 25.000 Menschen, die in Erlangen vor Ort waren an den 4 Tagen. Es gab 3 Hauptgebäude und viele kleine Orte, die auch mal ein wenig versteckt sind. Für Groß und Klein wurde etwas geboten, wie zum Beispiel ein Escape Room. Die nächste Comic Saloon findet in 2 Jahren statt, 2024. Ja, und dazu alle weitere Informationen findet ihr unter Comic Saloon Erlangen auf ihrer Webseite. Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema. In vielen Teilen von Deutschland ist aktuell sehr hohe Temperatur angesagt. Das heißt, wir haben aktuell zwischen 35 bis ja, 40 Grad am Tag ist das warm. Und ja, man merkt es schon einfach überall. Und ja, auch der Waldbrandgefahr ist damit höher gestiegen. Daher, ihr solltet am besten in den Wald nicht rauchen und kein Feuer anzünden, weil das kann durch die Trockenheit sehr schnell anfangen zu brennen und es kann sehr schnell ein Waldbrand entstehen. Daher, der kann riesig werden. Wenn ein Baum anfängt, durch eine Kettenreaktion, fangen auch die anderen Bäume alle an zu brennen. Darum, pass auf, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist eine ernste Sache. Waldbrand sollte man. Ja, ich hoffe, dass es bald wieder ein bisschen Gewitter gibt. Der Wetterdienst hat schon gesagt, es könnte vielleicht nächste Woche irgendwie mal wieder Gewitter geben, aber aktuell kann ich das nicht so versprechen. Schaut da hin und wieder mal, wie das Wetter so wird. Und zur Not, ja, muss man da ein bisschen aufpassen und achtet auf euch selber. Am kommenden Donnerstag ist in Nürnberg das Loud Open Air Veranstaltung von 16 Uhr bis 20 Uhr, wo Jugendliche ihre Meinung vortragen können dürfen. Jeder ist willkommen, es ist eine offene Veranstaltung am Nürnberger Kornmarkt.
Ja, schaut gerne vorbei und redet mit für eure Stadt. Und dann gibt es einen Tag später für den 24. Juni noch eine Veranstaltung. Gibt es ein Gaming Flash Mob daher von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr könnt ihr an den Flashmob teilnehmen. Daher ihr könnt verschiedene Stationen besuchen, teilnehmen und bekommt hinterher irgendwas Schönes. Ich werde auf jeden Fall bei beiden Terminen da sein und dokumentieren. Und sind, glaube ich, zwei schöne Veranstaltungen. Habt ihr Interesse, dann schaut selber vorbei am Nürnberger Hornmarkt am Donnerstag und Freitag. Und damit wünsche ich euch erstmal schönen Tag. Macht gut, bleibt gesund und ja, das waren die News der Woche. Bye, bye.